Hey Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich. Aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabsturzen. Ich versuche immer noch meine Dateien wiederzufinden. Ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Testraum hat es wohl auch Probleme gegeben, aber das ist, glaube ich, inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutzanzug anhast. Hallo da! Hallo! Ah! Hallo, Freeman! Willkommen beim Schutzsystem HIV Mark 4 für den Einsatz dieser gefährlichen. Die meisten Ergebnisse der Simulation sind absolut akzeptabel, wissen Sie? Absorptionspanzerung aktiviert. 5% Sensoren für atmosphärische Verschmutzung aktiviert. Überwachung der Lebenszeichen aktiviert. Überwachung der Munitionsvorräte. Aktiviert. Überwachung. Also, wo habe ich schon wieder die Anleitung für die Abschaltsequenz hingelegt? Aktiviert. Auswahlsystem für Defensivwaffen. Schön, Sie zu sehen. Hallo. Freeman. Ah ja, Freeman, da sind Sie ja. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten Sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum. Diese Analyse wird heute einfach perfekt durchgezogen, nicht wahr? Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Das sollte doch überhaupt nicht passieren. Ich fürchte, wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem unwahrscheinlich ist. Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen wird. Na gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Also dann los! Lassen wir ihn doch endlich reingehen! Scheint alles in Ordnung zu sein. Also gut, Freeman. Der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, darauf zu klettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimateriespektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2,
1. Die Phasen an Ort und Schreck stabil zu sein. Phase 2, Aktivierung, jetzt. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Hochkondensatoren bei 105%. Ja, es ist wahrscheinlich kein Problem. Vermutlich nicht, aber ich habe eine kleine Abweichung in... Nein, doch nicht. Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Die Sequenz läuft weiter. Ich erhalte gerade die Information, dass das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen, schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach.